aber du hast da jetzt Spielzeug. Sehr schön. Lebe, mein Freund, lebe! Ich bin am Leben! So wie Frankenstein. Lebe! Du willst leben! Vielen Dank. Es ist, glaube ich, sogar sehr wichtig. Erstmal. Ha! Sie haben gesehen, welche überragenden Kräfte ich habe und ich schlage sie in die Schlucht! Oder auch nicht. Sie schlagen dich. Der Einzige, der noch was machen können gerade. Der hält sich, das heißt, du kannst dich gleich in Ruhe hochheilen. Er ist geblendet und der andere liegt. Wie kannst du mit Jahren mich heilen? Nee, ich hab, beide, ich hab einmal Healen auf mich und das andere lädt, was ich mal drüber gegeben hab. Ich kann gerade leider nichts. Sie leider selber heilen. Werft ihr einfach noch einen Pott rein und dann geht das. Madora muss auch gleich mal ein, zwei Pötte schlürfen. Ich habe jetzt auch denselben Bug, den du hattest. Ach ja, siehst du jetzt, wie wunderschön du aussiehst. Ja, gib's ihm. Sehr schön. Wunderbar. Ja genau, komm noch ein Stück vor, das ist eine gute Idee. Na. Alter, bei dir habe ich echt nichts als erste Hilfe zu tun. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, dadurch, dass er mich nicht angegriffen hat. Das verringert nur meine Körperstärke, also es ist nur... Was? Ey, das hätte locker reichen müssen. Töte mal den vor, Jahan. Alter. Unnötig, den hätte ich mich hingegriffen. Wie wusste er denn, dass er mich nicht angreift? Madora würde ich aber nicht zu den Blüten schicken. Das sieht mir ein bisschen zu kurios aus. Will Madora eigentlich bloß hier in die Richtung erstmal ein bisschen schicken. Okay, jetzt kommt der andere zurück. Der andere Sackfalte. Boah, ist schon wieder so ein Kampf, der 2 Millionen Stunden dauert. Ja, das ist ja okay, das dauern, aber es ist halt auch schön anstrengend. Das sieht schick aus, ich blubber so schön. Du blubberst. Ihr habt doch eine schöne grüne Umwandlung und ja, ich bin durchsichtig. Schlappschwanz, du kannst dich schon mal hinten um die Blumen kümmern aus der Ferne. Lass mal Dora und Jahan den Kleinkram hier. Der Mann hört wie eine Eins. Ich gar nicht. Patsch. Der Typ weiß nicht, was er tut da hinten. Doch, trink Nektar. Das ist so scheiße ohne die Animation, das nervt. Ich kann nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen. Gut. Du siehst auch rein gar nicht, wann der angreift oder so. Das ist total bescheuert. So zieht er. Du siehst nicht, ob er den Skill jetzt gefressen hat oder nicht. Hm.
Platsch. So, Matoma schnappt sich jetzt das Vieh vor dir. Sehr schön. Matoma geht noch ein bisschen hin, aber weiter nicht. Matoma heilt sich aber auch so ab und zu mal, habe ich das Gefühl, oder? Ja, die hat wahrscheinlich einen Effekt auf der Wache oder so. Hast du da mal nachgeguckt? Nö, noch nicht. Die Rolle ist. Ich bin so super, ich kann alles healen. Das hättest du nicht machen müssen, war Verschwendung. Aber danke. Alter! Aua! Geh du mit Jahren weiter vor, ich heile dich dann. Eigentlich müsste Madora jetzt verstärkt werden und sich da als Köder hinstellen. Weil sonst werden wir angerotzt. Da habe ich nicht genügend Aktionspunkte für. Erstmal Aktionspunkte besparen. Jetzt die Goblin. Die Pflanze ist schon gut. Ja. Das sieht aber schon schick aus. Ja, du wirst aber, wenn das so weitergeht, vielleicht nicht reanimieren dürfen. Very great. Kritischer Treffer, war ja schon verschwunden. Alter! Ich muss heilen, dringend. Auch Heilung. Sehr schön. Oh ja, du bist der Beste! Oh ja, Han! Ja, Han, ja, Han, unser Mann! Er kann das, was an uns nicht kann. Frauenschützen. Allgemein, oder? So, jetzt nehmen wir mal die Attacke da. Ja. Renn Madoma weg. Du bist so dumm. Hätte doch klar sein müssen, dass das volle Suppe Madoma erwischt. Ich weiß, dass Madoma erwischt hat. Du bist so dumm. Du hast sie getötet, Junge. Deine eigene Frau. Deine Frau? Ja, deine Frau. Da bist du kein Mann. Machst du heute noch was oder gibst du auch ja, was? Ich muss gucken, wo ich da richtig stehe. Hilf dir gleich verfehlt, du Arsch! So ekelhaft. Versuch mal die Kleine zu besiegen. Ich werde die schon mal fort. Sehr schön. Du kennst ja doch was.
So, Nummer 6, komm. Wonderful ship. Boah, alter Matura. Und die einfrieren kannst du, erst cool. Nein, aber ich kann kritischen Schaden machen. Und ich muss diese vergifteten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Nehmen wir ja wenigstens schon mal den Brennschaden. Die steht aber auch scheiße gerade da, deswegen hätte ich ja ehrlich gesagt, stell sie da nicht hin. Ja, und verbrennt mich auch noch. Das war mir aber wichtig. Eine sehr interessante Animation, das eingefroren, ein totaler Animationsfehler. Und schon ist sie wieder aufgetaucht. Weil du mit einer Feuerwaffe angreifst. Stimmt, hatte ich nicht mehr dran gedacht. Mist. Ja. Hotel. Heute bist du echt ein bisschen Matsche im Kopf, ne? Scheiße. Hätte das jetzt die Kritte, du, oder wäre es nochmal Holler gewesen? Du warst tot, tot. Nee, noch nicht. Oh komm, jetzt gibt's dir. Einfach einen Pfeil drin und fertig. Ich guck grad, ob ich noch irgendwas hab, weil ich nutzen kann das. Nicht Feuer! Oi. Können wir sie erstmal dringend heilen? Ach nee. Nicht alles für dich. Auge, Tierhaut, Tierhaut, Auge, Rüstungsklang. Alles dein. Erdschatz aus glühenden Eisen. So. Sieht doch schön aus. Ich sehe da unten schon die Leder. Nur zur Info: Tierhaut ist gleich Leder. Zoll, bezahlt die Zollgebühr, Mensch, oder ich werde euch zerquetschen wie eine glitzekleine gelbe Frucht. Oh, wie heißt ihr denn? Ich bin Grummler und wenn ich brülle, dann fliegen die Vögel davon. Die Hasen rennen gen Horizont, die Goblins beten zu ihren Totems und die Erde selbst denkt, dass sie bebt. Also tut, was ich sage, Mensch, oder mein Schrei mit euren Trommelfellen zerfetzt. Und ihr werdet dem Tod in absoluter Stille entgegentreten. Ihr wisst aber schon, dass die Brücke hinter euch ziemlich kaputt ist, ne? Kaputt? Gar nichts. Blödsinn, die Brücke ist im besten Zustand, so robust, als ob sie gestern gebaut worden wäre. Oh, aber ihr versucht schlau zu sein, nicht wahr? Ihr wollt, dass ich mich umdrehe, damit ihr loslaufen könnt, ohne zu bezahlen. Eure Tricks werden nicht funktionieren, Mensch. Bezahlt oder ich zermalme euch wie Pfeffer. Also ich bin gegens Bezahlen? Ich auch. Warum müssen wir eine Zollgebühr bezahlen? Wir Trolle verlangen Zoll, weil unser König befohlen hat. Gepriesen sei der König. Lasst uns über die Gebühr sprechen. Für 1000 Goldmünzen könnt ihr passieren. Weigert euch und ich werde euch so tief in den Boden stampfen, dass die Maulwürfe euch für einen der ihren halten. Pfff, nix da. Ich bezahl doch nicht. Pfff, mein
schönes Gold. Ihr habt einen Gruppenirr getreten. Wohl kaum, Troll. Zeigt uns mal, was in euch steckt. Lass uns denn dabei bringen, dass er von uns kein einziges Stück Gold zu erwarten hat. Wir sind uns mal einer Meinung, mal wieder. Ha, die sich weigern, sind mir die liebsten. Zeit, das Leben aus euren schwachen Körpern zu reißen. Na, dann zeig mal, was du kannst, Grumli, Grumli. Der ist Level 10. Ja, du hast mir auch nicht die Zeit gelassen, nach dem Kampf zu speichern. Ja, gut. Schaffen wir schon. Trolle sind doch meistens. Verstärk einfach nochmal Dora und schick sie dann gleich vor. Ich hör bloß nicht auf das, was ich sage. Zu wissen. Das ist ein Troll, mit dem kannst du dich Kaffee trinken. Toll. Gut, das kann ich auch. Ich leg mal auf den Boden und mach ein Nickerchen, ne? Leider zu weit weg. Ja. Ja, ich würde dir raten, Madora zu verstärken. So, das ist aber. Das stimme ich dir aus einer Seite zu. Ausnahmsweise. Ich glaube, du willst auf die Vorder ziehen, oder? Du solltest dein Buff niemals vergessen. Wer hätte ihn nicht mehr zuschlagen können? Das zum Thema Verstärken. Peter Griffin, juhu! Peter Griffin irgendwie an Super Mario, der metallene Mario. Trotzdem noch Damage an ihm. Darf ich wieder mitspielen? Sehr schön. Alter, die Keule. Madora, geht's dir doch gut? Ich sollte vielleicht gerade nicht mit Madora angreifen. Boah, Surot, faule Sau, endlich bist du wieder aufgestanden. Oh, sorry, aber das musste jetzt mal sein. Und schon ist er wieder aufgetaucht. Weil ein werter Herr es immer noch nicht lernt, wenn etwas eingefroren ist, nicht mit Feuer drauf zu schlagen. Komplett. Leider kompletter Gift, aber scheiße. Ja, aber da ist jetzt eine Giftfläche, du könntest ihn ordentlich einheizen. Oh. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass du langsamer bist als ein dämlicher Brückentroll. Sollte man auch weiter drücken. Nö. Bam! 136 absorbiert. Natürlich muss ich dann näher ran, damit ich überhaupt irgendein Damage mache. Mann, nee. Das nervt echt wirklich. Ich glaube, ich lege mir wieder am Bogen zu. Ich hätte gerne ein legendäres. Mit Flammen. Dann kommt der Regen und spült sie hinunter. Steht irgendwo Lebensgegenstand oder so drauf.
Nee, nee, Diebstahl nicht. Pam, auf den Arsch! So, jetzt aber. Geht doch. Fettwanz da. Rummel, du Fettwanz. Man könnte seinen Rücken für seine Arschbacken lösen. Gut ist, dass die Spinne hauptsächlich mit physischen Schaden angreift. Das ist ja doof. Doof, 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 doof. So. Grummel, die Qualle. Was bin ich jetzt? Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Boah, der Fettwanz hat meinen Pfeil absorbiert. Sein Fettbauchnabel so. Wie in so einem schlechten Film. Ice, Ice, Baby! Los, gib's dem Kürbiskopf! Ja. Meines kritischen Treffers lebt er immer noch? Hm. Ich bin eine auf. Noch was getroppt. Ich hätte gern sein ganzes Gold gehabt. Jetzt darfst du im Übrigen aber auch speichern, wenn du möchtest. Das ist auch schon ein Gedanke. Das ist schon mein Gedanke. Au. Oder besser gesagt, wir verabschieden uns. Für heute. Das ist auch so ein Idee, der ich mich anschließe. Und deswegen sagen wir noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das hier schaut. Vielleicht ist es ja gerade der Sonntag, wer weiß. Ja, einen schönen Tag noch, schönen Abend noch, schönen Tag noch, schönen Morgen. Viel Spaß auf Arbeit, viel Spaß in der Schule. Frohe Weihnachten, frohe Ostern. Bringt mir einen Lottoschein mit, der gewinnt, dann bin ich glücklich. Alle, die das am heutigen Tag sehen, Happy Birthday oder was auch immer gerade ist, Happy Thanksgiving, whatever. Schönen ersten Advent, zweiten, dritten, vierten, keine Ahnung. Ja. Cheerio.